Sie sind hier, 12. Juli 2018, 12.07 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Kekan Rendell holte in Pyeongchang zusammen mit Jessica Diggins Gold im Teamsprint. Urheberrecht Getty Images. Erschütternde Nachricht von Langläuferin Kekan Rendell. Die Olympiasiegerin aus den USA ist an Brustkrebs erkrankt. Sie äußert sich in einem Statement. Skilanglauf-Olympiasiegerin Kekan Rendell ist an Brustkrebs erkrankt. Das gab die 35 Jahre alte Amerikanerin am Mittwoch bekannt. Auch wenn die Prognosen gut sind, wird sich mein Leben in den kommenden Monaten ein wenig ändern, teilte Rendell mit. Die erste Chemotherapie habe bereits am Montag begonnen. Rendell hatte im Februar in Pyeongchang an der Seite von Jessica Diggins den Teamsprint gewonnen, für die USA war es das erste Langlaufgold der Olympiageschichte. Rendell und Diggins hatten 2013 in Val d'Isère auch den WM-Titel im Teamsprint geholt. Rendell hatte im April 2016 ihren Sohn Breck zur Welt gebracht. Punkt. Sie ist zudem Mitglied der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees IOC.